Mehrfachzahlung der Energiepreispauschale. Auf die Köpfe im Haushalt kommt es an. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Das dritte Entlastungspaket ist durch. Viele Millionen Rentnerinnen und Rentner werden am 1.12.2022 die Energiepreispauschale durch die Deutsche Rentenversicherung ausgezahlt bekommen. So sieht es auch das Positionspapier der Bundesregierung oder das Eckpunktepapier, die Festlegung, vor. Und jetzt kommen schon die ersten Fragen auf rentenbescheid24.de an, unter anderem auch die Frage, ja, ich lebe mit meiner Frau in einem Haushalt, meine Frau und ich, wir sind gesetzliche Rentenbezieher und wie ist das nun mit der Energiepreispauschale, wird die jetzt nur einmal ausgezahlt oder wird die zweimal ausgezahlt? Also, die Energiepreispauschale ist eine Kopfpauschale, das heißt also, wenn Sie als gesetzlicher Rentner mit einer Frau oder meinetwegen in einer Rentner-WG zusammenleben mit 10 unterschiedlichen Rentnern und jeder von denen bekommt gesetzliche Rente, dann wird die Energiepreispauschale 10-mal ausgezahlt. Das heißt also, in einem Ehegattenhaushalt, wo zwei Rentner zusammenleben und die eine gesetzliche Rente erhalten, wird die Energiepreispauschale am 1.12.22 de facto für jeden Kopf einzeln ausgezahlt. Also in Summe dann 600 Euro. Aber wer Doppelrentenbezieher ist, wie zum Beispiel Altersrente und eine Witwen- oder Witwenrente zusammen, der bekommt keine doppelte oder zweifache Energiepreispauschale ausgezahlt. Der bekommt sie nur einmal ausgezahlt. Das müssen Sie sich bitte merken, also bitte nicht wundern. Bei Doppelrenten- oder Mehrfachrentenbezug gibt es nur einmal die Energiepreispauschale ausgezahlt. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.